Eines der häufigsten Probleme, von denen ich heutzutage höre, ist das Gefühl von chronischer Müdigkeit. Denn manchmal fühlt es sich so an, egal wie viel Schlaf du bekommst, bist du immer noch müde. Dieser Energiemangel den ganzen Tag, diese Müdigkeit, ist etwas, was du erwarten würdest, dass es dir passiert, wenn du 70 oder 80 Jahre alt wärst. Aber es passiert an 20-, 30-jährigen und 15-jährigen jungen Leuten, die normalerweise eine sehr hohe Lebensenergie an sich haben. Aber sie finden sich im Leben wieder mit Lethargie und Faulheit. Vor 8 Jahren ging es mir genauso. Diese Situation hat mich dazu gebracht, tief einzutauchen, um herauszufinden, was die Dinge sind, die tatsächlich dazu beitragen, mehr Energie zu haben. Und durch alle meine Recherchen und Selbstexperimente habe ich herausgefunden, dass die wichtigsten Faktoren Dinge sind, die man ständig hört. Schlaf, Bewegung und Ernährung. Man könnte jetzt denken, das wusste ich ja schon, aber genau da bin ich auf Probleme gestoßen. Ich behandelte Schlaf, Bewegung und Ernährung wie eine Checkliste. Es ist wie ja, ich bekomme eine angemessene Menge Schlaf, ich trainiere schon, ja, ich ernähre mich oft gesund. Das kann also nicht der Grund sein, warum ich mich müde fühle. Also fing ich an, nach schnellen Tipps zu suchen und vielleicht hatte ich Eisenmangel oder vielleicht hatte ich eine Glutenempfindlichkeit oder ich sollte mehr Vitamine konsumieren und so weiter. Ich habe die Grundregeln bei der Suche übersprungen. Für eine Wunderpille, die mich im Laufe des Tages weniger müde machen würde. Es war nicht, bis ich die Grundlagen noch einmal unter die Lupe genommen habe und versuchte, die besser zu verstehen. Und genau da war das Problem. Vor allem Schlaf. Also in diesem Video möchte ich einige Dinge durchgehen, die ich in meinem Leben implementiert habe, um endlich viel mehr Energie zu haben und durch den ganzen Tag fit bleiben zu können. Und ja, hoffentlich funktionieren sie auch für dich. Die Nummer 1 ist, dass ich aufgehört habe, Koffein zu missbrauchen. Leute glauben, dass sie viel darüber wissen, wie Koffein wirkt. Weißt du hast es eventuell schon gehört, dass Koffein zwischen 5 bis 6 Stunden anhält. Also konsumiere lieber am Nachmittag keine koffeinhaltigen Produkte wie Kaffee, Energydrinks und Cola. Außer du willst möglicherweise nicht einschlafen können. Aber das Seltsame an Koffein ist, dass es viel länger als 5 bis 6 Stunden anhält. Die Halbwertszeit von Koffein beträgt 5 bis 6 Stunden. Und Halbwertszeit bedeutet, dass nach 5 bis 6 Stunden die Hälfte des Koffeins noch in unserem System befindet. Und danach dauert es noch 5 bis 6 Stunden, bis die zweite Hälfte Koffein unseren Körper verlässt. Wenn du also um 16 Uhr eine Tasse Kaffee trinkst, gibt es gute Chancen, dass bis um 4 Uhr morgens noch Koffein in deinem Körper befindet. Weißt du, tief in die Nacht hinein ist, wenn du einen sehr erholsamen Tiefschlaf haben solltest. Dies ist die Art von Schlaf, die dir hilft, Erinnerungen zu bilden, Informationen, die du den ganzen Tag gesammelt hast, zu verarbeiten, neue Ideen zu entwickeln, damit du kreativer sein kannst. Die Art von Schlaf, die deinen Körper und Geist heilt, damit du dich morgens sehr lebendig fühlst. Es laufen viele wichtige Prozesse in deinem Körper, während du schläfst. Und wenn dein Körper mit Koffein gefüllt ist, werden diese Prozesse stark gehemmt. Also die einfache Optimierung, die ich gemacht habe, um Koffein nicht mehr zu missbrauchen, ist nach der Mittagszeit einfach kein Koffein mehr zu trinken. Und so kann ich nach einem langen Tag endlich den Schlaf haben, den ich mir wünsche und mein Körper wirklich nötig hat. Ich empfehle dir also um 10 bis 12 Stunden, bevor du schlafen gehst, kein Koffein mehr zu konsumieren. Die nächste Sache, mit der ich die Umsetzung begonnen hatte, war pünktlich ins Bett zu gehen und eine feste Schlafroutine zu entwickeln. Ich gehe also täglich um 10 Uhr ins Bett und stehe um 6 wieder auf. So gewöhnt sich der Körper dran und so fällt es ihm leichter einzuschlafen. Denn die Vorteile einer guten Nachtroutine ist etwas, was kumulativ ist. Wenn du dir jede einzelne Nacht die Gelegenheit gibst, wird deine Schlafqualität über einen längeren Zeitraum steigen und du wirst deinen Schlafentzug abarbeiten, mit dem du chronisch geplagt bist. Alles, was du tun musst, ist dir selbst mehr Gelegenheit zum Schlafen zu geben. Eine weitere Empfehlung ist, mit einem ruhigen Geist ins Bett zu gehen. Viele sind von dem Schlafen über ein Problem, was sie haben, noch sehr aufgeregt. Und so haben die Nacht sehr viele Gedanken, die sie nicht in Ruhe lassen. Dadurch wird die Qualität des Schlafs sehr stark beeinflusst. Versuche vor dem Schlaf deinen Geist zu entspannen. Du könntest beispielsweise spazieren gehen, duschen oder baden, dir friedvolle und entspannte Musik anhören, für ein paar Minuten meditieren und so weiter. All diese Methoden können deinen Verstand beruhigen und so wirst du auch viel besser schlafen können. Die andere Sache, die ich tat, war, dass ich meinen zirkadianen Rhythmus korrigierte. Für diejenigen, die es nicht wissen, der zirkadiane Rhythmus ist so etwas wie eine innere Uhr, die deinem Gehirn sagt, ob es Tag oder Nacht ist, wann dir Energie gegeben werden sollte und wann du entspannen und schlafen solltest. Und ein Großteil deines zirkadianen Rhythmus wird vom Sonnenlicht gesteuert. Wenn du all dieses blaue Licht ansiehst, denkt dein Gehirn, dass es noch Tag ist. Es gibt dir also nicht das Melatonin, das du brauchst, damit dein Gehirn weiß, dass es Zeit ist, um ins Bett zu gehen. Also eine Sache, die mir wirklich geholfen hat, ist kurz vor dem Schlafengehen nicht auf Bildschirme zu schauen und schon gar nicht im Bett. Auf diese Weise kann mein Gehirn tatsächlich starten, ausreichend Melatonin zu produzieren und so bereitet sich der Körper langsam vor, zu entspannen.
Auf diese Weise kann ich in sehr kurzer Zeit einschlafen. Das nächste, was ich tat, um meinen zirkadianen Rhythmus in Ordnung zu bringen, ist, dass ich mir Verdunklungsgardinen geholt habe. Und so, wenn ich in die frühen Stunden des Morgens noch schlafen möchte, wie um 5 bis 7 Uhr morgens, möchte ich natürlich, dass es immer noch dunkel ist, damit ich noch tief schlafen kann. Verdunkle also dein Zimmer für die Zeit, in der du schläfst, und so wird dein Gehirn denken, dass es noch Nacht ist. Und das letzte, was ich implementiert habe, um meinen Schlaf zu verbessern, scheint eine kleine schnelle Lösung zu sein. Ich weiß nicht, ob es auf dich zutrifft. Aber ich las dieses Buch namens Brief von James Nestor und es sprach über die Vorteile der Nasenatmung im Gegensatz zur Mundatmung. Und das habe ich gemerkt, als meine Nase manchmal verstopft war. Und unbewusst entscheidete ich mich mitten in der Nacht zur Mundatmung. Und in dem Buch spricht er darüber, wie die Nasenatmung funktioniert und dass die viel besser ist. Also jedenfalls, wenn du nachts nicht durch die Nase atmen kannst, könntest du dir Nasenstreifen holen. Okay, also lass uns über Training reden. Es gibt eine faszinierende Verbindung zwischen deiner Psychologie und deiner Physiologie. Es scheint, dass das, was gut für den Körper ist, auch gleichzeitig gut für die Psyche ist. Es ist krass daran zu denken, aber buchstäblich eine optimale Körperhaltung hilft dir, dich besser zu fühlen. Es senkt den Stresshormon Cortisol und steigert deinen Testosteronspiegel. Dadurch wirst du dich energetischer und selbstbewusster fühlen. Es gibt so viele Fälle von Menschen, die einfach ihre Körperhaltung fixiert haben und dadurch konnten sie den Tag mit mehr Selbstvertrauen angehen. Man fixiert also seine Physiologie und gleichzeitig wird unser psychischer Zustand um einiges stabiler. Der Grund, warum ich das sage, ist, bei einer der effektivsten Wege, um im Laufe des Tages mehr Energie zu haben, ist einfach die Bewegung. Viele denken halt, dass wenn man viel Energie einsetzt, um zu trainieren, wird man infolgedessen weniger Power haben, aber das genaue Gegenteil ist wahr. Menschen, die regelmäßig ihre Energie verbrauchen, haben eine höhere Grundlinie an Energie, die aufgewendet werden kann. Es ist so, als gäbe es eine goldene Regel, die sagt, was die Energie kostet, gibt die Energie. Also wenn du dich sehr wenig bewegst, könntest du anfangen täglich spazieren zu gehen, dich zu dehnen, tanzen, dir eine Sportart, die dir gefällt, aussuchen und so weiter. Der dritte Faktor ist die Ernährung. Ich werde jetzt nicht sehr detailliert über Ernährung sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass jeder weiß, was eigentlich einigermaßen gesund ist und was nicht. Versuche dich halt ein paar Grundregeln zu halten und dein Energiespiegel wird automatisch steigen. Im Großen und Ganzen versuche mehr frische Lebensmittel zu konsumieren, esse genügend Obst und Gemüse. Achte darauf, ob du genügend Vitamin D3 und Omega-3 Fettsäuren konsumierst, vermeide viel Zucker und Koffein und trinke ausreichend Wasser. Es ist die Kombination dieser drei Dinge, die dafür sorgen wird, dass du dich nicht mehr müde fühlst. Wenn du also sehr auf deinen Schlaf, deine Bewegung und deine Ernährung achtest, wirst du endlich genügend Energie haben, um alle deine täglichen Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen. Mach es gut, ciao.